Das heißt, es ist Hollywood pur. Und auch das, was derzeit von der Krim berichtet wird, hat mit dem, was ich dort gesehen und wahrgenommen habe, nicht das Geringste zu tun. Ich betone das noch einmal. Nicht das Geringste zu tun. Und wer dann die europäische Medienöffentlichkeit in den Dienst des Gegenteils stellt, nämlich sozusagen irgendwelcher Hollywood-Szenarien, der betreibt gezielt Hetze. Der will etwas anderes. Der will jedenfalls nicht den Frieden auf diesem Kontinent erhalten. Und das ist aber mein Hauptanliegen. Und ich fordere die österreichische Bundesregierung auf, für den Frieden zu arbeiten und nicht für amerikanische oder Berliner Interessen. Das heißt also, jeder, der nicht in den Mainstream derzeit hineinberichtet, der offensichtlich jenseits des Atlantik vorgegeben wird, wird derzeit bereits diffamiert. Wir haben meinen Einsatz gemeinsam mit einem Kollegen, einem Assistenten, hatten wir in Jalta. War natürlich ein historischer Ort, war auch von einem gewissen Interesse, wobei wir selber sagen konnten, wo wir hinwollen. Ich habe mich also nicht nur sozusagen in Jalta selber aufgehalten, sondern auch bin auch in die Umgebung gefahren. Aber ich sage Ihnen jetzt wertfrei folgende Dinge, die ich schlicht und einfach beobachtet habe, die mit dem, was hier hetzerisch berichtet wird, in vollkommenem Widerspruch steht. Erstens, ich habe keinerlei Militärkolonnen gesehen. Ich habe überhaupt kein Militärfahrzeug gesehen. Das, was hier berichtet wird, dass also quasi Absperrungen stattfinden oder nicht, sind Fotos, das habe ich überprüfen lassen, die aus der Ukraine stammen, aber nicht aus Kiew, aus der Krim. Diese Fotos, die hier transportiert werden, ich habe heute in der Früh in einer Tageszeitung, in einer sehr bedeutenden Tageszeitung diesbezügliche Fotos gesehen, die stammen nachweislich nicht, aber es wird auch nur in einem Nebensatz erwähnt, die stammen nachweislich nicht von der Krim, sondern das sind Fotos, die aus der Ukraine stammen und sollen Leute hindern, in die Ukraine zu fahren. Ja, das ist also die ukrainische Putschistenregierung, die kein Interesse daran hat, dass derzeit jemand in die Krim fährt, um dort sich ein objektives Bild machen zu können. Deswegen haben sie ja auch alle Verbindungen, insbesondere die Flugverbindungen, gekappt. Sie haben also derzeit keine Möglichkeit, von Kiew nach Simferopol zu fliegen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir über Moskau anreisen mussten. Das ist also die erste Beobachtung. Keinerlei Militärfahrzeuge, ich habe keinerlei Repression dort gesehen. Ich habe auch keine Polizeikräfte gesehen, die irgendwelche Straßen-Checkpoints aufgebaut hätten. Die einzigen Polizeibeamten, die ich gesehen habe, sind jene, die üblicherweise auch in anderen Ländern vor den Wahllokalen dafür sorgen, dass er ruhig ist. Meistens sind sie aber dort gewesen und haben geausend. Also kein einziger, das war eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre. Die Ordnungskräfte der Bürgerwehr, die am Eingang der Wahllokale für Ordnung gesorgt haben, waren in keinem einzigen Fall bewaffnet. Ich habe das extra nachgeschaut. Ich habe mir auch zeigen lassen, ob sie Waffen tragen oder nicht. Es war kein einziger davon bewaffnet. Und diese Ordnungskräfte waren notwendig, um die Ordnung im Wahllokal aufrechtzuerhalten. Die Ordnungskräfte waren notwendig, um nicht im Wahllokal aufgrund des riesigen Andranges, der vor allem am Vormittag stattgefunden hat, für geordnete Verhältnisse bei der Abwicklung zu sorgen. Weil sind die Leute zum Teil, wenn die Wahlkabinen voll waren, haben sie schlicht und einfach irgendwo an einem Sims ihre Stimme abgegeben. Und zwar habe ich auch Stimmzettel in diesen Wahlurnen gesehen, die für die zweite Option waren, nämlich für den Verbleib bei der Ukraine mit einem neuen Autonomiestatus. Also man konnte auch derartige Stimmen sehen. Und ist keiner, der eine derartige Stimme eingeworfen hat, deswegen angeflegelt oder angepöbelt worden. Ich habe derartiges nicht gesehen. Es ist bezeichnend, dass jetzt mittlerweile das auch nicht einmal mehr von der EU behauptet wird, die vorher sich ja in jede Propagandadummheit hineinreiten hat lassen. Dritter Punkt. Die Bevölkerung der Krim, deren ethnische Zusammensetzung vorher schon bekannt war, und wenn nicht, dann ist es sträflich, wenn man sich vorher nicht darum gekümmert hat, war geschlossen, nahezu geschlossen für den Beitritt zu Russland. Das hat sich bereits seit 10 Jahren zeichnet sich diese Entwicklung ab. Die Bevölkerung dort murrt schon seit 10 Jahren über die Misswirtschaft der Regierung in Kiew. Und zwar auch jener Regierung, die der Westen stützen wollte, nämlich die Regierung Timoschenko. Können Sie das nachprüfen? Einer ihrer ehemaligen Ministerpräsidenten ist ja sogar in Amerika verurteilt worden. Das heißt also, die Stimmung dort in der Bevölkerung war ganz eindeutig. Ich habe keinerlei Manipulationen festgestellt. Es waren alle diese Wahlurnen versiegelt und sie waren transparent. Und das sage ich jetzt gleich dazu, weil ich gehört habe, dass die FPÖ in der FPÖ-Pressekonferenz das etwas unrichtig dargestellt wurde. Die OSZE hat immer kritisiert, wenn intransparente Wahlurnen verwendet wurden. Das heißt,
wenn die Wahlurnen versiegelt aufgestellt wurden und nicht durchsichtig waren. Warum? Weil das natürlich die Möglichkeit bietet, entweder schon Stimmzettel drinnen zu haben oder danach eine Masse Stimmzettel im Nachhinein hineinzuschmeißen. Das heißt also, genau die Transparenz der Wahlurnen soll auch den Missbrauch vorbeugen und den Missbrauch vereiteln. Dass man keine Wahlkuverts verwendet hat, kann man als Mangel sehen oder auch nicht. Ich habe das in den ersten Wahllokalen kritisiert und es wurde mir in allen Wahllokalen, wo ich das kritisiert habe, mitgeteilt von den Wahlbehördeleiterinnen, die übrigens meistens Frauen waren. Ja? Also nur damit man auch weiß, das waren also nicht die Schlägertrupps, sondern die Wahlbehörden waren fast überwiegend mit Frauen bestückt. Also sind in fast allen Wahllokalen hat der Frauenanteil bei den Wahlbehörden deutlich überwogen. Ist übrigens auch die Wahlleiterin im Sprengelwahlkreis in Jalta, war auch eine Dame, die uns auch extra noch empfangen hat und uns die Fragen beantwortet haben, die wir hatten. Diese Stimmzettel wurden immer offen abgegeben. Das heißt also, die Ukraine hat bisher auch in den früheren Präsidentschaftswahlen, die von der OSZE nicht beanstandet wurden, nie Wahlkuverts verwendet. Also für die war das etwas völlig Neues, dass man Wahlkuverts verlangen könnte. Ich habe gesagt dazu, ich habe das auch den Autoritäten gesagt, ich hätte sie verwendet, um sozusagen den letzten Rest an Kritik auch noch wegzuräumen. Aber die Leute haben zum Teil die Stimmzettel gefaltet, sodass man nicht sehen konnte, wie man abgestimmt hatte. Zum Teil haben sie es aber bewusst offen eingeworfen. Ja? Also die Stimmung war ganz eindeutig. Und sage ich auch dazu, ich glaube nicht einmal, dass 0,5% anders gestimmt hätte, wenn man Wahlkuverts verwendet hätte. Das glaube ich nicht. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass im Wesentlichen das genau das gleiche Ergebnis von 96,7% für den Beitritt zu Russland herausgekommen wäre, selbst wenn man Wahlkuverts verwendet hätte. Fünfter Punkt. Die Bevölkerung der Krim hat ihr Selbstbestimmungsrecht im Einklang mit dem geltenden Völkerrecht ausgeübt. Ich darf Ihnen den Und ich bin wirklich entsetzt darüber, dass in der österreichischen journalistischen Öffentlichkeit kein Mensch mehr irgendein Dokument anschaut. Ich darf Sie darauf verweisen, dass der Artikel 1 Absatz 2 der UNO-Charta, das ist das fundamentale Völkerrechtsdokument, ausdrücklich auf die Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung nicht der Staaten, sondern der Völker abstellt. Das heißt also so zu tun, dass die Ukraine und das ukrainische Volk das Volk wäre, das hier von die Selbstbestimmungsrecht ausüben hätte und nicht Teile davon, ist Missachtung des geltenden Völkerrechts. Das Völkerrecht stellt ausdrücklich in dieser Passage, was das Selbstbestimmungsrecht anlangt, nicht auf Staaten ab, sondern auf Völker. Und das ist eine infame Verdrehung klarer Tatsachen, die jeder Mann auf dieser Welt überprüfen kann. Ich sage es nochmal, Artikel 1 Absatz 2 der UNO-Charta sieht da ausdrücklich die Ausübung eines derartigen Selbstbestimmungsrechts vor. Bedauerlich ist nur, dass man sozusagen auf diesem Kontinent mittlerweile mit Propaganda ein X für ein U verdrehen kann. Ja? Das heißt, das ist wirklich bedauerlich und das zeigt ein wenig auch, das muss ich wirklich sagen, dass die veröffentlichte Meinung sich hier wieder vor den Karren spannen lässt. Ich möchte in Richtung jedes Journalisten sagen, und ich sage das jetzt wirklich im Bewusstsein, zunächst als Katholik. Ich sage das im Bewusstsein als österreichischer Patriot und Vertreter eines neutralen Landes. Aber ich sage das auch als Vater von 6 Kindern. Hier sind klipp und klar Kriegstreiber am Werk. Es sind Kriegstreiber, die offensichtlich, wie es kaum erwarten können, ein sich erstarkendes Russland frühzeitig in die Knie zwingen zu wollen. Und Zbigniew Brzezinski schlägt sogar die Aufteilung Russlands vor. Wer das macht, treibt diesen Kontinent in den Krieg. Das macht mir als Familienvater große Sorgen. Ich sage das ganz nüchtern. Und die österreichische Bundesregierung verhält sich wie ein Schoßhündchen der Frau Merkel. Wir haben einen Außenminister, bei dem man nicht ganz sicher ist, ob er schon volljährig ist oder nicht, spielt keine Rolle, weil er macht eh das, was die Frau Merkel will. Und Frau Merkel macht, was Washington DC verlangt. Das ist mittlerweile die österreichische Außenpolitik geworden. Sie ist blamabel. Ich vermute mal, dass Bruno Kreisky in der Urne rotiert, wenn er sich die derzeitigen Medienberichte über die österreichische Außenpolitik anschaut. Das heißt also, wir spielen hier überhaupt keine Rolle mehr, obwohl wir eine Rolle spielen könnten als neutraler Staat. Wir waren bei den Russen wie auch bei den Ukrainern immer geachtet. Aber wenn man nicht einmal mehr in der Lage ist, die Völkerrechtscharta, die UNO-Charta als Basis des geltenden Völkerrechts zur Geltung zu bringen, dann weiß ich nicht,
wo der Herr Faymann denken lässt, und ich weiß nicht, wer den bisher doch durch Ahnungslosigkeit aufgefallenen Herrn Kurz berät. Man müsste davon ausgehen, dass dass im Außenministerium wenigstens ein paar Beamte noch wissen, was die UNO-Charta ist. Ich war gemeinsam mit anderen Kollegen aus dem EU-Parlament auf der Krim. Ich empfehle jedem jetzt, das israelische Fernsehen sich einmal anzuschauen. Die Figuren, die Frau Merkel, Steinbrück und Company in Kiew an die Macht gebracht haben, an die Macht haben putschen lassen, die gehen jetzt bereits gegen Minderheiten vor. Und ich empfehle jedem, nur das israelische Fernsehen zu beachten, was dort der jüdischen Minderheit derzeit widerfährt. Der schwarze Block, das sind echte Neonazis. Das ist zwar nicht die Mehrheit in der Regierung stellen, aber sie sind nicht ungefährlich. Und sie vor allem vergiften das Klima dort nachhaltig. Wir haben jedenfalls gesehen, dass wir eine unglaubliche Hetze derzeit erleben, die ich für sehr gefährlich erachte, die mich aber auch erinnert an die Hetze am Vorabend des Irakkrieges. Ich möchte in Richtung aller Journalisten in Erinnerung rufen, wie sie sich alle unkritisch haben vor den Karren spannen lassen, der Amerikaner, als Colin Powell vor dem Sicherheitsrat vermeintliche Beweise für die Notwendigkeit eines Angriffes gegen den Irak gebracht hat. Alle haben für diesen Krieg geschrieben, alle. Diese Beweise haben sich später alle samt und sonders als ganz plumpe Fälschungen herausgestellt. Das musste Colin Powell sogar öffentlich zugeben. Die Zeugen, die man vor dem Senatsausschuss hat auftreten lassen, hat sich später herausgestellt, dass einzelne überhaupt nie in Kuwait waren, die dort ausgesagt haben, welche Gräueltaten angeblich von Irakern verübt worden seien. Und ich fordere die österreichische Bundesregierung auf, eine eigenständige Außenpolitik zu machen und nicht in Brüssel vordenken oder vorkauen zu lassen. Wenn der Herr Kurz dem nicht gewachsen ist, dann muss er endlich durch einen erwachsenen, reifen Menschen ersetzt werden. Aber wir als neutraler Staat sollten unsere Rolle wahrnehmen, als Vermittler aufzutreten und nicht als Hetzer oder Teil der Hetzkampagne. Das ist aber derzeit der Fall. Und wenn ich heute gelesen habe, dass der Herr Kurz auch Sanktionen verhängen will, dann ist das am Rande der Lachnummer. Was glaubt er eigentlich, was Russland ist? Eine Bananenrepublik, die nur wartet, bis irgendeiner, der kaum weiß, wo Russland überhaupt und wie groß Russland überhaupt liegt, ihnen sagt, welche Sanktionen sie zu erwarten haben? Der muss froh sein, wenn er irgendwo in einem Vorzimmer empfangen wird in Russland, wenn er so weitermacht. Das ist eine wirklich dramatische Situation, aber auch für die österreichische Wirtschaft. Alleine die Hetze gegen South Stream, und das wird Teil der Sanktionen sein, wenn das so weitergeht, wird bedeuten, dass er beispielsweise die Föst einen Auftrag in der Höhe von mehr als 1 Milliarde Euro verliert. Ich werde aber extra, und das möchte ich extra gegenüber Russia Today betonen, wie bereits hier in diesem Land die Meinungsfreiheit gestaltet ist. Dass jemand, der etwas für Russland sagt und versucht einigermaßen eine Gegenposition in die Diskussion einzubringen, von den Medien bereits geschnitten wird. Ich betone das ausdrücklich. Das ist die Medienfreiheit, die man so den Russen unterstellt, die aber in Wirklichkeit hier stattfindet. In Russland hatte ich eine Pressekonferenz mit etwa 200 Journalisten. International. Da kamen auch sehr dumme Fragen daher, insbesondere von britischen Kollegen, die behauptet haben, ob wir die schwarzen Männer hinter dem Vorhang nicht gesehen hätten. Ja? Das waren Fragen Richtung Aliens. Da gibt es mehrere Leute, die dort beinahe im Umfeld einen Lachanfall bekommen haben. Aber wie dem auch sei, aber sie waren wenigstens da. Ja? Und mussten sich selber ein Bild davon machen und haben leider nicht die Bilder bekommen, die sie gerne gehabt hätten. Ja? Ist auch schon was wert. Aber das, was sich hier in Österreich ereignet, ist meiner Ansicht nach für ein freies Land, für ein neutrales Land absolut inakzeptabel. Ich sage das in Richtung all jener Hetzer, die im Dezember, Jänner und Februar auf den Maidanplatz gefahren sind, um dort die Leute gegen Russland aufzuhetzen. Ja, das sind jene, die behaupten, das Referendum auf der Krim sei illegal und illegitim, aber eine Putschistenregierung, die mit Unterstützung von Neonazis in die Regierung gebracht wird, die ist dann auf einmal legitim. Das heißt, das Referendum vom Maidanplatz ist dann legitimer als das Referendum, das auf der Krim stattgefunden hat. Lächerlicher geht es gar nicht mehr. Wir sind derzeit dabei, uns wirklich absolut vor der Geschichte lächerlich zu machen. Auch mit diesen Sanktionen. Diese Sanktionen haben nur den Zweck,
weiterhin das Klima zu vergiften. Einen anderen haben sie nicht. In Russland lacht man über derartige Sanktionen, bitte. Das ist an Blödheit nicht mehr zu überbieten.